Wie steht es wirklich um die Gesundheit von Queen Elizabeth II.? Seit dem Tod ihres Mannes Prinz Philip musste die Monarchin immer wieder öffentliche Termine absagen. Nach ihrer kürzlichen Corona-Infektion wächst nun die Sorge um die 95-Jährige. Wie britische Medien berichten, hatte die Queen dank dreifacher Impfung zwar einen leichten Corona-Verlauf, dennoch sei sie noch nicht wieder fit. Daher sagte der Palast nun einen wichtigen Termin ab. Queen Elizabeth II. Wird nicht am Gottesdienst zur Feier des Commonwealth-Tages in Westminster Abbey teilnehmen. Ihr Sohn Prinz Charles wird sie vertreten. Ein Insider aus dem Palastumfeld soll zudem der Mail on Sunday eröffnet haben, dass die Queen seit Monaten zu gebrechlich ist, um mit ihren geliebten Hunden Gassi zu gehen. Aktuell soll Queen Elizabeth II. Noch hoffen, am 29. März am Gottesdienst für ihren geliebten Philip teilnehmen zu können. Im Buckingham Palace bereitet man sich angeblich bereits intensiv auf die Zeit nach Elizabeth II. Und mit einem König Charles vor.